Die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder hat ihre ganz eigene Meinung zu Politikern. Für die hat Gloria Sophie Burkhardt noch so manchen Verbesserungsvorschlag übrig. Gloria Sophie Burkhardt ist nicht nur die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder, sie ist Model und Influencerin und nahm gerade erst in ihrem ersten Reality-TV-Format teil. In der Show Licht aus von Amazon Prime nahm Burkhardt gerade neben Sänger Pietro Lombardi Platz, der gerade gegen schwere Gewaltvorwürfe kämpfte und um seinen DSDS-Juror Platz bangt. Für Politik ist sie bisher nicht zu begeistern. Dennoch hat die Söder-Tochter eine ganz klare Meinung zu den Kollegen ihres Vaters. Gloria Sophie Burkhardt über ihr politisches Vorbild Angela Merkel. Im Süddeutsche Zeitung Talk spricht die 25-Jährige über ihre politischen Vorbilder. Dort nennt die junge Frau aber nicht Papa Markus Söder, sondern Angela Merkel, sie stand immer für Stabilität und Kontinuität. Sie hatte so eine Kraft, die Krisen durchzustehen. Söder Tochter ist politisch neutral. Auch eine eigene Politikkarriere schließt Burkhardt nicht zu 100% aus, allerdings wenn, dann erst in einigen Jahren. Ich bin politisch neutral, als Künstlerin finde ich es nicht gut, nur in eine Richtung zu gehen. Jede Partei hat gute Punkte und auch smarte junge Leute, die was bewegen können. Sie müssen nur gehört werden. So die Söder Tochter euphorisch. Politiker sollten mehr U-Bahn fahren. Auch Markus Söder bekommt laut Tochter Gloria zu spüren, was ihr an der Politik nicht passt. Und dabei kommen seine Kollegen nicht gut weg. Was mich stört, die meisten Politiker leben das Leben nicht. Ärgert sich die Influencerin. Denen fehlt das Real Life. Ich fahre zum Beispiel U-Bahn oder gehe zum Lidl, rede mit allen sozialen Schichten und kriege die Probleme der Menschen mit. Sie selber würde einiges anders machen. In 30 Jahren könnte ich mir eine Position in der Politik vielleicht vorstellen. Wenn sich keiner anbietet, dann muss ich halt. Mit ihrem Vater steht Burkhardt in regem Kontakt. Allerdings sehen und hören sie sich nicht jeden Tag, verrät die Söder Tochter. Ich rufe ihn aber auch nicht jeden Tag an, um ihn zu fragen, was er macht und wie es ihm geht. Irgendwann geht jeder mal seinen eigenen Weg. Teilen Sie Ihre Meinung.